Mein lieber Frodo, du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über meine Abenteuer erzählt hätte. Es begann vor langer Zeit in einem Land weit im Osten. Dort lag die Stadt Tal, friedlich und wohlhabend. Denn diese Stadt lag vor den Toren des größten Königreichs in Mittelerde. Erebor. Bergfestung von Tror, dem König unter dem Berge, dem mächtigsten aller Zwergenfürsten. War seine Herrscherlinie doch gesichert durch seinen Sohn und seinen Enkel. Alle huldigten ihm, selbst der große Elbenkönig, Thranduil. Herr, unser König möchte, dass du und dein Sohn die heutigen Bergbauarbeiten beaufsichtigen. Tief hinein in den Berg gebaut, war die Schönheit dieser Festungsstadt legendär. Yeah.
Lag in der Erde, in kostbaren Edelsteinen, geschlagen aus dem Fels und in riesigen Goldadern, die wie Flüsse durch den Stein verliefen. Huh?